Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Vandrivers. Im heutigen Video zeige ich euch mal, was ich bis jetzt so ohne Kamera noch gemacht habe. Und dann fangen wir an mit der hinteren Ablage, Fächer, Schubladen, Stauraum, Möglichkeit, das Kastel zu bauen. Ihr dürft natürlich wieder gern liken, kommentieren, abonnieren und das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt ins Video und dabei wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß. So, ich zeige euch das Ganze jetzt natürlich mal schnell, was ich alles noch gemacht habe. Und da fangen wir direkt da vorne wieder an, bei der Dusche. Da vorne bei der Dusche habe ich das Kastel noch verkleidet. Also die Anschlüsse von hinten quasi habe ich noch verkleidet. Dann habe ich den Warmwasserschlauch gedämmt, mehr oder weniger. Genau, dann habe ich noch Clips gemacht an das Kaltwasser und ans Warmwasser natürlich, damit die nicht verrutschen oder nicht wackeln und dann fahren. Dann haben wir hier die Wandverkleidung noch hingemacht und hier noch einen Pfosten sozusagen eingefügt nach unten. Und somit ist das Ganze jetzt auch noch stabiler geworden durch den anderen Pfosten nach hinten. Ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt stabil genug ist, aber ich denke schon, ich kann da richtig wackeln und es passiert einfach nichts. Super. Dann geht es natürlich weiter. Dann habe ich hier schon mal den Schalter gelegt. Kann man es erkennen? Habe ich hier schon mal den Schalter gelegt für das Licht im Bad und das Kabel gezogen für den Dachpilz. Da kommt einer Schalter her, damit der Dachpilz angeht. Und das Ganze natürlich da schön verlegt. Einmal um die Kurve. Da ist eh schon das nächste. Hinter der Wandverkleidung entlang. Und zu dem Kabelverhau. Da hier. Genau, dann habe ich hier noch gleich die Wandverkleidung natürlich gemacht. Und den die Wasserfüllstandsanzeige quasi, wie viel Wasser im Frischwassertank drin ist. Habe ich gleich noch reingemacht und angeschlossen. Dann ist noch ein Kabel, geht noch hoch, geht da oben raus. Ja, kann man wahrscheinlich nicht erkennen. Geht da oben raus, um dann später in dem Hängekastel noch Spots von unten reinzubauen. Hier habe ich noch die USB-Steckdose angeschlossen. Die ist voll cool mit Touch zum Ein- und Ausschalten. Das ist echt ganz praktisch, weil dann leuchtet die nicht dauerhaft in der Nacht und so und dann nervt das auch nicht. Dann habe ich hier natürlich, wie man sagt, schon eine Grundkonstruktion für die Küche quasi gemacht. Die bauen wir am Freitag ein. Heute ist Dienstag. Die erste Platte bauen wir am Freitag ein. Und da haben wir natürlich schauen müssen, dass der Ausschnitt hier passt fürs Waschbecken und so. Ist noch alles ein bisschen wackelig. Ist noch nicht wirklich festgeschraubt, bloß so provisorisch. Dann der Wassertank hat schon mal seine Position gefunden. Er ist natürlich auch noch nicht festgeschraubt, der ist bloß so locker drin. Aber dass schon alles schon da ist. Ja, und jetzt geht es quasi weiter. Hier hinten habe ich schon drei Latten runtergeschnitten und angeschraubt, beziehungsweise miteinander verschraubt. Und da machen wir jetzt da quasi die ganzen Schubladen rein. So, jetzt zeige ich das Ganze jetzt natürlich ganz kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar haben wir ja hier unten ein großes Fach für unsere E-Roller. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und in der Mitte ist eine Schublade quasi, die ziemlich groß ist, wo man nach innen rausziehen kann. Da werden wir dann irgendwie, keine Ahnung, Mehl und so Sachen lagern, wo jetzt ein bisschen schwerer sind. Genau, dann machen wir zwei Schubladen, die wir quasi in der Mitte geteilt haben, einmal links und einmal rechts. Die gingen dann ungefähr bis daher. Und dann ist da so eine 5 cm Blende sozusagen, weil hier ja der Tisch reinkommt, den wir dann ausziehen können. Und oben drüber können wir dann nochmal zwei Schubladen für ganz viel Kleinkram wie Wickelzeug für meinen Sohn und so weiter. Also ganz viel Kleinscheiß, sage ich mal. Genau, und damit machen wir jetzt weiter. Ich muss jetzt mir nur überlegen, wie ich das mache, weil ich brauche da noch zwei Stützen natürlich. Und mit hinten. Und da schauen wir jetzt, wie wir das
fabrizieren. Genau, dann mache ich mal eine gute Position für euch und dann, glaube ich, legen wir ein bisschen Musik drunter. Let's go! So, jetzt haben wir die erste Leiste quasi auch eingebaut und die ist recht stabil jetzt da. Wie gesagt, hier in der Mitte kommt einfach eine große Schublade. Zack, Stauraum ohne Ende. Ich würde das Ganze ja so bauen, damit man den eventuell sogar rausmachen kann, damit man einmal, wenn man was Langes hat, das auch durchstecken kann. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Genau. Dann habe ich das, habt ihr gesehen, habe ich das nochmal ein bisschen umgebaut. Einfach damit die nochmal ein bisschen näher hinkommen und da schöne Kanten habt, weil das andere, ich weiß nicht, was ich mir dabei wieder gedacht habe, aber sonst war das ein bisschen dumm geworden. Genau. Jetzt haben wir quasi die erste Reihe, weil das kommt ja da drauf nur als Polster, als Sitzkissen. Und somit kann ich da drauf jetzt dann den ersten Schubladen, also den Schubladen quasi auf die Seite machen und kann den schön über dem Kissen auch rausziehen, weil sonst müssen wir jetzt mal das Kissen wegklappen, oder die Sitzpolster wegklappen, um hier einen Schubladen aufzumachen. Das ist natürlich dumm. So, heute geht's weiter. Heute sind wir beim André, beim Brestel Home und wir bauen heute die Küchenplatte ein. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ihr seht es dir heute, naja, die, wo wir auf Instagram folgen, seht es zum zweiten Mal. Dürft ihr gern unter brestel.home folgen auf Instagram, TikTok, ja, oder auf der Webseite vorbeischauen natürlich. Ist ein sehr guter Spezi von mir und der macht wirklich, wirklich sehr, sehr feine Sachen. Also, wer Interesse hat an wunderschöne Sachen, der darf gerne mal vorbeischauen. Genau. Heute geht es eben, wie gesagt, los. Heute bauen wir die erste Platte mal drauf. Und jetzt tragen wir es mal ein. Testen mal, wie es ausschaut. Beziehungsweise wie lang und messen wir genau aus. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Schauen wir mal. Oh, leck mich am Arsch, schaut das geil aus. Das wird einfach brutal. Ein bisschen so. Ja, da kommen wir schon was ich mache dann. Bau mal. Oh. Was meinst du von der Ding her? Oder sollen wir es mal andersrum hier legen? Aber es ist halt. So schaut schon geil aus. Da können zwei Specken rein, gell? Ach so, stimmt, ja, wenn wir rausstehen. Oh no! Das ist gut, weil da. Ach so, da ist ein kleiner Kratzer, ja. Jetzt sind wir eh als. Das ist mit einem Sprittel her, gell? Das weißt du schon. Also, ich werde dich schon behalten. Schmeißt du nicht weg. Mhm. Ja, du, das schaut eigentlich schon mal. Geiler Scheiß, schau mal. Schau mal, da haben wir da kann man sogar genau von. Da müssen wir gar nicht mehr schneiden. Ja, da gehen wir noch 0,9 dazu von der Abdeckung quasi. Dann brauchen wir eigentlich zwei. Genau. Zwei. Und das ein bisschen übersteht einfach. Und da auch zwei. Ja. Zwei. So. Aber wie gesagt, ich mach da hinten ja sowieso noch Leisten hier einfach. Mhm. Oder halt irgendwas Schönes, dass das da bleibt. Ist. Sollen wir das ein bisschen rund machen? Da kommt auch noch 0,9 drauf, gell? Also die, okay. Die Platten, die da ist, kommt noch. Gut, das kann man dann im Endeffekt dann noch auch noch ein bisschen. Ja, genau. Das ist dann nur noch so viel schon. Das ist dann noch viel. Mhm. Jetzt schaut mal her, was der André uns so gezaubert hat. Das ist unglaublich. Das ist Platte 1 von 2. Und auf der anderen Seite kommt auch noch mal eine. Die wird allerdings mindestens genauso geil, wenn nicht noch geiler. Und ja, wir passen die jetzt gerade an. Ich habe leider einen kleinen Fail gemacht. Und zwar habe ich die Dusche bzw. die Toilette um 10 cm versetzt sozusagen, also größer gemacht. Und jetzt passt natürlich die Platte nicht mehr, die wo ich so angeschafft habe in den Maßen. Macht aber nichts.
Das heißt, wir haben hier hinten einen kleinen Spalt. Wir werden da aber eine kleine Abdeckung reinmachen, sodass es einfach verkleidet ist, schön ausschaut. Und ich glaube, das macht nichts. Aber einfach mega geil. Und schaut mir an, wie dünn der gemacht hat. Das sind, wie viel Hans, André? Genau ein Zentimeter. Genau ein Zentimeter. Der ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ein Zentimeter dick. Und leicht. Und leicht. Das ist ultra leicht. Und das geht ja bei uns. Das ist mega leicht. Das. Genau. Jetzt messen wir weiter aus, schneiden wir es aus und dann ja, sage ich noch mal mehr dazu. Da. Ja, ja, du. Wenn dir so ein Kristall ins Auge fällt, das ist echt brutal. Du hast den Schutzbrille aufgehört in meiner Ausbildung. Hey. Perfekt. Das schaut gut aus, ja. Okay. Ganz kleiner Sneak Peek. Komm mal. Das ist schon irgendwie interessant aus, was du da machst. Schnitten, André, einer noch. Einer noch, ja. Und dann ganz vorsichtig ausgedrungen. Ganz vorsichtig. Ja. Ja, das ist immer, das ist so brutal, weil da so viel Arbeit drin steckt. Ja. Und dann, das ist immer interessant. Ein kleiner Feller. Ja. Und das ist alles im Arsch. Ja. Jetzt kann man diese wundervolle Brille wieder abnehmen. Ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Durch? Durch? Ah, da liegt sie noch auf, Gott sei Dank. Durch? Ja. So, warte mal. Warte, warte, ja, 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 ja. Heb's einmal so. Kann nicht mehr berühren am besten. Ja, bist dann festgeschraubt. So. Mhm. Nice. Und das schrauben wir fest. Ja. Und jetzt probieren wir das Waschbecken. Alter! Geiler Scheiß! Oh shit! Schaut euch das so, wie geil schaut denn das eigentlich aus? Das hat alles dieser Mann hier gemacht. Das ist so geil geworden. Man, ihr seht es leider auf der Kamera, kommt es wahrscheinlich nicht ganz so rüber. Aber wenn da die Sonne noch so reinscheint, ein bisschen schmutzig ist es noch, aber wenn die Sonne so reinscheint, das spiegelt sich richtig geil. Und ein riesen Waschbecken da drin. Heftig, hä? Ja, das ist ein bisschen, die Stelle ein bisschen über. Gut. Servus, ich bin der André von Bressler Home. Ich zeige euch heute mal ein bisschen, was wir hier machen.
Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Also wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen unsere Ausstellung an und was wir mir da machen. Es geht hier los von Uhren, von Tischplatten, von Brotzeitbrettern, von Servierbrettern. Und wir verarbeiten nur Sturmschäden. Also was mir ja auch der Basti dann bringt, das Holz, schneide ich alles selber auf. Wird getrocknet, können wir das Lager dann auch noch kurz anschauen. Und hier haben wir zum Beispiel auch, Upcycling ist auch ein großes Thema, wie jetzt hier einen alten Bootssteg aus Kiel. Liegt schon 2 Jahre trocken und so schaut er unverarbeitet aus. Und hier sieht man den dann, wenn er fertig gehobelt und verarbeitet ist. Alles wird mit Epoxidharz ausgegossen, wie auch River Table. Und da sieht man zum Beispiel hier, hebt das mal kurz auf die Seite. Das ist alles hier Mooresche. Eine Mooresche, die was 5 Jahre lang im Moor gelegen ist. Dann entstehen solche Unikate. So, dann sind wir jetzt halt im Holzlager, in unserem kleinen Holzlager. Und da sieht man, dass alles aufgerichtet ist zum Lufttrocknen. Und wir haben hier Fonussbaum, Birnbaum, Zwetschge und dann haben wir noch ein Ahorn, Eiche, also sämtliche heimische Arten. Ne? Und genau, die werden dann bei uns zu Unikaten verarbeitet. So, das war jetzt ein kleiner Einblick in Bressel Home, seine Werkstatt und sein Holzlager. Und das Ganze wird natürlich in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ihr könnt da jederzeit vorbeischauen. Der André, der hat richtig Bock, weitere Ausbauten zu machen oder auch Kleinigkeiten. Das ist ja, wenn es nur ein Regalbrett ist oder irgendwas, es gibt immer irgendwas zu machen. Oder ein Holzschneiderbrett oder irgendwas. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und ihr könnt euch jederzeit daran wenden. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Folgt ihm auf Instagram. Und ja, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Servus.